Ja, ist denn heute schon Weihnachten? Nee, es ist Hochsommer. Sommerloch, um genau zu sein. Verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, ich bin so aufgeregt. Mitten im Sommerloch, die Maker-Szene, nichts passiert. Keine Demo, keine Vollversion. Von niemandem? Nein. Eine kleine unbeugsame Makerin namens Innocentia released die zweite Demo zu ihrem Spiel Dark Sword, Schwerter des Zwielichts. Ich bin wirklich so mega aufgeregt wegen dieser Demo, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Es hat am Anfang auch ein paar kleine Strapazen gegeben, ihr könnt Näheres dazu Multimedia Access nachlesen, aber das ist jetzt alles bereinigt worden. Das war einfach nur so ein kleiner Fail, der einfach mal vorkommen darf. Das ist okay, ich habe wirklich mega hohe Erwartungen an das Spiel. So hoch, wie sie nur sein können. Also ich meine, ich habe Dark Sword, die Demo, und habe ich die gespielt letzten Sommer, glaube ich, oder letzten Herbst. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich glaube, ich habe letztes Jahr im September das Let's Play ausgestrahlt. Waren, glaube ich, nur 8 oder 9 Folgen. Es wird auf jeden Fall weitergehen. Wir werden direkt da anschließen, wo wir aufgehört haben. So halb zumindest. Wir werden einfach hier den mitgelieferten Spielstand nehmen. Ich werde natürlich trotzdem nochmal den Anfang des Spiels nachspielen. Das ist jetzt gerade aufgrund von zeitlichen Limitierungen nicht möglich. Ich werde an der Stelle dann, oder bei Gelegenheit dann auch noch ein paar Ankündigungen dazu machen, aber dazu später mehr. Ich denke einfach mal, das ist in Ordnung, dass wir jetzt erstmal hier anfangen. Ich muss jetzt mal gerade hier kurz auf meinem Smartphone gucken, wo hat denn Innocentia jetzt hier die Unterschiede? Jetzt habe ich auch noch versehentlich zurückgeklickt, das gibt's doch gar nicht. Bitte, so, Seite 20 im Thread, danke. Gut, also die Unterschiede zur ersten Demo, bei dem Anfangsgebiet. Und das Intro wurde etwas abgeändert, ein kleines bisschen. Das werden wir uns ja noch ansehen, aber es scheint nicht besonders groß zu sein. Also Innocentia selbst hat gemeint, dass die Unterschiede im Vergleich zu, also der Inhalt aus der ersten Demo sich jetzt nicht so großartig verändert hat. Es gibt eine neu gezeichnete Szene zwischen Emiko und Luise. Die wollen wir logischerweise auch sehen. Wie gesagt, das kommt dann alles später noch. Die Schneeeule bekommt etwas mehr Screentime. Ich dachte eigentlich, Schneeeule wäre der tote Emiko, aber ich glaube, da habe ich mich ziemlich... Nee, der tote Klasko. Ich kenne schon die Namen der Protagonisten nicht mehr. Es ist schon ziemlich lang her, dass ich das Spiel gespielt habe. Das wird sich natürlich innerhalb der nächsten paar Folgen noch ändern. Ich möchte hier also niemandem den Tod andichten, der noch nicht tot ist. Das Feature Seil wird im Kinoto-Plateau erklärt. Dieses kann aber auch im Nachschlagewerk nachgelesen werden. Das Feature Seil, ich kann es mir vorstellen, wir werden da wahrscheinlich Seile irgendwo befestigen können, um dann oben hochzuklettern. Und leichte Verbesserungen der Dialoge, das sehe ich jetzt einfach mal als gegeben an. Ich meine, seitdem Innocentia die erste Demo zu Dark Sword rausgebracht hat, ist ja auch einiges an Zeit vergangen. Und auch seitdem ich damals die Demo gespielt habe, ist einiges an Zeit gegangen. Und ja, man entwickelt sich als Mensch, beziehungsweise dann eben auch in seinem Fach, dann eben auch ein bisschen weiter. Ich bestimmt auch so ein bisschen als Let's Player. Innocentia, ein großes Stückchen natürlich auch als Makerin, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und sie bekommt ja auch zum Glück technische Unterstützung durch Corti und ihre Freundin. Ich habe jetzt den Namen ihrer Freundin vergessen, weil ich gerade so aufgeregt bin, es tut mir leid. Die steuert ja auch eine Menge Artworks bei zur Demo. Und Quatsch, zur Demo. Ja, nein, es ist ja immer noch eine Demo. Es wird allerdings eine Demo kolossalen Ausmaßes. Das möchte ich jetzt schon mal besprechen. An der Stelle kleine Sachen oder ein paar kleine Worte zum Zeitmanagement meinerseits. Es ist auf jeden Fall ein bisschen schwierig. Ich will ja logischerweise noch die Reise ins All durchspielen. Ich bin bei die Reise ins All nur minimal weiter als im Let's Play aktuell, das ausgestrahlt ist. Ich möchte nebenbei natürlich noch ein bisschen Arafel spielen. Das kann ich natürlich notfalls hinten dranhängen. Da muss ich sagen, bin ich wesentlich gespannter auf Dark Sword. Und ich bin mir jetzt sowieso nicht sicher, inwiefern sich jetzt die Dark Sword Zuschauerschaft mit der von Arafel überschneidet. Das können ja auch komplett unterschiedliche Leute sein. Und deswegen, Arafel wird es dann wahrscheinlich erstmal nur einen Part pro Woche geben, Dark Sword wahrscheinlich auch und letzte Schacht der Elfen ist ja sowieso schon komplett abgedreht und das wird dann, keine Ahnung, 1-2 Folgen pro Woche. Reißen uns alle auf jeden Fall ganz normal 3 und ja, soviel erstmal zum Anfang, dass ihr jetzt erstmal nicht zu viel von mir erwartet. Den Anfang des Spiels, also das, was ich bereits gespielt habe, aber was jetzt sozusagen nochmal neu gemacht wurde, das werde ich dann wahrscheinlich mal innerhalb von 1-2 Wochenenden hochladen, irgendwie mal so zu ganz random Zeiten, wenn ich einfach mal dazu komme, das Spiel dann zu spielen. Ja, gibt's sonst noch irgendwas zu sagen? Jetzt halte ich mich schon 5 Minuten im Startbildschirm auf. Ich glaube, das ist mein aktueller Rekord. Leute, wir sind noch alle hier, weil wir was vom Spiel sehen wollen, oder? Und ja, drücken wir mal auf Weiter.
ja, das hat jetzt irgendwie ein bisschen gedauert. Ich weiß auch nicht so wirklich warum. Vielleicht, weil ich das Aufnahmeprogramm im Hintergrund habe laufen lassen. Und wir haben natürlich immer noch diese wunderschönen Sounds aus Baldur's Gate und Icewind Dale, die mir so viel Spaß und Freude bereiten. Genau, Emiko ist derjenige, der lebt. Klasko ist derjenige, der tot ist. Haben wir wirklich nur Level 4 am Ende der Demo? Ich kann mich daran nicht erinnern. Moment, Klasko lebt noch. Das ist nicht das Ende der Demo. Wir können uns ja mal ganz, ganz kurz umsehen. Okay, wir haben 1388 Ziel und wir spielen bereits 1,5 Stunden. Vielleicht, also wenn wir das tatsächlich alles in 1,5 Stunden schaffen, wobei gut, da wurden vielleicht die Dialoge einfach nur durchgeklickt. Ich schaffe das sowieso niemals in 1,5 Stunden. Inventar, was haben wir denn Schönes? 6-mal Heilsalbe, 10 Heiltränke. Megatrank, sehr schön. Das ist ja genauso wie bei Pokémon hier. Heilserum, halt 100% HP. Engelsfeder, ja logischerweise Mega-Elixier. Halt 100% HP, Mana und Energie der ganzen Gruppe. Sammlung von Hilfetexten und Erklärungen zum Spiel. Da werde ich dann bestimmt mal offscreen reinschauen. Optionen, erlaubt Identifizieren von Artefakten. Okay. Was? Der Name Optionen ist, Lautsprache des Spracheffektes. Lautstärke des Spracheffektes. Wie bitte? Jetzt bin ich verwirrt. Wir machen es mal auf 50%. Normal ist dann wahrscheinlich 100%. Ich bin gerade verwirrt. Wer mehr dazu weiß, kann logischerweise was in die Kommentare schreiben. Ja gut. Ach, was machen wir denn hier gerade? Wir müssen doch hier im Spiel starten. Können wir hier irgendwas looten? Das wurde wahrscheinlich schon getan, falls es überhaupt möglich ist. Reden wir auch mit Klasko. Vielleicht geht dann die Geschichte weiter. Ich erinnere mich wirklich nur noch dunkel. Also ich weiß so ungefähr, was als nächstes passieren wird. Aber ich weiß nicht mehr so wirklich, was ich jetzt wie gespielt habe. Ja. Ah, da bist du ja. Felanka liegt direkt vor uns. Großartig. Sobald es dunkel wird, schlagen wir zu. Ich kann nicht mal beurteilen, ob das anders aussieht als vorher. Aber ich denke schon. Ich hätte vielleicht vorher nochmal in mein Projekt reinschauen sollen, bevor ich mich übermütig in die Aufnahme reingestürzt habe. Wow, die Stadt ist wirklich riesig. Und reich. Reich an Beute. Geduldet euch noch ein wenig, dann schlagen wir zu. Dank Cameo wissen wir ungefähr, wo sich was befindet. Damit können wir... Dieser Schrei! Nein, das kann nicht sein! Nicht du schon wieder, du fliegende Pest. Nur dieses Mal ist er nicht alleine. Was? Er ist das? Was, du kennst diesen Typ? Ja, nein, nicht wirklich. Der Kerl aus meinem Traum existiert wirklich? Was will er hier? Ich habe eine kleine Bitte an dich, Emiko. Er kennt meinen Namen? Was soll diese Bitte wie soll diese Bitte aussehen? Er soll etwas für mich besorgen. Aha. Und wenn er sich weigert? Dann müsste ich zu unschönen Mitteln greifen. Das willst du doch nicht. Oder, Emiko? Inwiefern? Muss ich es dir wirklich zeigen? Aber gut. Auf deine Verantwortung. Ja, stimmt. Das ist die Stelle, an der sie Waldo töten. Ja, das ist nicht findet Waldo, sondern nicht wo ist Waldo, sondern wer hat Waldo getötet. Okay, wir haben es alle gesehen. Wir kennen den Schuldigen. Es ist dieser unbekannte Typ. Waldo! Du Arsch! Das kriegst du zurück. Klasko! Großvater muss ich jetzt noch ein bisschen älter sprechen. Klasko! Das sollte machbar sein. Ja, verzeiht auch, falls die Stimmen irgendwie ein bisschen anders sein sollten. Wie gesagt, man entwickelt sich selbst auch weiter. Ich werde jetzt natürlich auch ein paar andere Sachen probieren. Und ich war auf jeden Fall noch nicht so ganz zufrieden. Also ich habe mal in ein, zwei Parts Dark Sword gestern reingeschaut noch von mir. Und ja, ich war nicht so hundertprozentig zufrieden. Das wird sich hier im Laufe des Let's Plays aber auf jeden Fall noch entwickeln. Ich werde sowieso dann immer versuchen, mehrere Folgen auf einmal aufzunehmen. Außer heute leider. Du hast gesehen, dass ich nicht zögere, meine Macht gegen Wehrlose einzusetzen? Deinen Bruder wird das gleiche Schicksal ereilen, wenn du nicht das tust, was ich dir sage.
Ich werde tun, was du verlangst. Aber lass ihn um Gottes Willen zufrieden. Warum nicht gleich so? Ich weiß im Übrigen nicht so wirklich, ist die Musik hier, die hier gerade im Hintergrund läuft, ist die selbst komponiert? Oder? Weil es erinnert mich ein bisschen an einen Track von Scream. Falls ihr die Band kennt, so ungefähr, Band, Gruppe, was auch immer. Warum nicht gleich so? Also gut, deine Aufgabe wird sein, nach Hangard zu gehen. Hangard ist das nächste Dorf von Phalanka. Es liegt hinter dem Kabioner-Pass. Was soll ich in Hangard machen? Du gehst zum dortigen Wasserfall und suchst dort eine Höhle auf. Bring mir das weiße Schwert, das dort ruht, und ich gebe dir im Austausch deinen Bruder unversehrt zurück. Also gut, ich werde machen, was du willst. Aber in der Zwischenzeit, tu Klasko nichts. Versprich es! Aber natürlich verspreche ich es. Mach dich auf den Weg, Himiko. Lass dich von niemandem sehen. Geh alleine. Die Zeit läuft. Wir müssen unverzüglich nach Hangard. Himiko, für mich klingt das wie eine Falle. Und wenn schon, er hat uns in der Hand. Es gefällt mir auch nicht, diesem Kerl zu dienen. Aber es geht hier um Klasko. Daher tun wir, was er verlangt. Und machen uns auf den Weg nach Hangard. Ja, okay, gut. Jetzt wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir jetzt nochmal das Schwert holen, dann nochmal Alex und Christian sehen. Christian. Da muss ich mir tatsächlich überlegen, wie ich die Namen alle deutsch ausspreche. Oder englisch oder im Mischmasch. Oder wisst ihr was? Eigentlich würde ich es am besten finden. Ihr würdet mir mal dazu was in die Kommentare schreiben, weil... ich meine, ich kann es natürlich auch genauso aussprechen, wie Innocentia sich das denkt. Da muss mir Innocentia das eigentlich nur bei jedem Namen so ungefähr sagen. Oder da werde ich zumindest versuchen. Wie gesagt, im Mikro spreche ich jetzt auch schon sehr deutsch aus. Das wird im Japanischen, wo es ja eigentlich herkommt und ein Frauenname ist, aber das ist ja eigentlich egal, wird es ein bisschen anders ausgesprochen. Im Deutschen geht das natürlich ganz gut als Männername wegen dem O hinten. Eigentlich eher, ja, screw the Japanese oder sowas, ne? Wartet bitte hier. Die Anweisungen dieses Kerls waren eindeutig. Ich soll alleine gehen. Ich lasse dich nur ungern alleine ziehen, Himiko. Pass bitte sehr gut auf dich auf. Werde ich. Du wirst sehen, in 0, nichts bin ich mit Klasko zurück. Also dann, bis später, Jungs. So, direkt erstmal speichern. Und zwar direkt auf dem allerersten Slot. Ihr wisst ja, wie das bei mir läuft. So, dein Hangard ist wahrscheinlich hier direkt die Stadt. Und da schleichen wir uns dann ganz gemütlich vorbei. Oh, jetzt ist sein Face plötzlich unten. Das ist jetzt irgendwie ungewohnt, aber das kann ich verzeihen. Was mich persönlich immer ein bisschen stört, ist, wenn die Facets immer so zwischen links und rechts schwanken. Also manchmal tauchen sie links auf, manchmal rechts. Vor allem, wenn das innerhalb eines Monologes sozusagen mehrmals passiert. Dann kommt es mir nämlich immer so vor, als würde der Charakter mit sich selbst Gespräche führen. Ja, mit wem sonst würde man die führen, ne? Kann in dem Spiel natürlich nicht passieren, ist jetzt trotzdem erstmal ein bisschen komisch, weil mein erster Blick war natürlich nach oben zur Textbox und ich habe mich gewundert, wo das Facet hin ist. Ein absolutes Provinznest, so wie ich das sehe. Und hier soll sich ein weißes Schwert befinden? Ich hoffe es zumindest. Klasko, warte, ich habe dich gleich befreit. Halte aus. Ja, ist natürlich die Frage, wenn ich an den Part... Bruderliebe geht ja nicht mehr. Der Name ist ja schon vergeben. So, wie war das noch gleich? Einfach straight forward geradeaus rennen? Kann man eigentlich mittlerweile frei speichern? Nein, kann man nicht. Hätte mich tatsächlich durchaus interessiert. Wäre auch zu schön gewesen, aber ich spiele gerade sowieso noch ein anderes Spiel, wo man ohnehin nicht frei speichern kann. Und von daher habe ich damit jetzt auch kein so großes Problem. Ich möchte das Spiel tatsächlich auch so spielen, wie der Entwickler sich das gedacht hat. Am Ende bringt es ja auch nichts, seine Meinung sozusagen durchzusetzen. Ne? Also ich meine letztlich, ich hoffe einfach, dass das Speichern und dass das nicht freie Speichern diesem Spiel ja tatsächlich noch die nötige Portion Spannung und so weiter gibt. Und ja. Alexander,
Wird er Alexander oder Alexander heißen? Ich weiß es nicht. Ihr, liebe Zuschauer, dürft dieses bestimmen. Oder eben Innocentia. So oder so. Alexander. So, ja. Eine Stimme für Alexander, die sich vielleicht irgendwie noch ein bisschen individuell anhört, das wird schwierig. Nochmal danke für die Einladung zum Abendessen, Chris. Helena hat wie immer fantastisch gekocht. Nicht zu danken, Alex. Du weißt doch, du bist bei uns immer willkommen. Aber auch nur, wenn es euch nichts ausmacht. Ach was, sonst würde ich es dir wohl kaum anbieten, oder? Stimmt auch wieder. Dann bis morgen, Kumpel. Bis morgen. Schlaf gut. Danke. Du auch. Denn die Sache ist ja, dadurch, dass ich ja jetzt im Reich des Himmelsdrachen gespielt habe, weiß ich ja, dass diese Charaktere hier nicht aus Zufall ein Facet besitzen, sondern sie werden irgendwie im Plot was Wichtiges zu bedeuten haben. Und da ich Emiko und noch jemand anderen, den ich an dieser Stelle nicht verraten möchte, ja ebenfalls aus im Reich des Himmelsdrachen kenne, könnte ich mir auch schon so ungefähr vorstellen, wie die Partyzusammensetzung dann später aussehen wird. Hä? Was war denn das? Verrückter Junge. Moment, will er etwa zum Wasserfall? Ich glaube, es gibt Ärger. Ja, also letztlich, keine Ahnung, ich versuche jetzt einfach, Alexander ein bisschen ernster zu sprechen, so ungefähr, und Christian dann dementsprechend ein bisschen lockerer. Ihr könnt mir dann sagen, ob das am Ende so auch so rüberkommt oder nicht, oder das ist ja immer das Witzige an den Let's Plays, und auch wenn das in einem anderen Let's Play gesagt wird, dass man irgendwie noch so ein paar Sachen anders machen kann und sowas, letztlich ist das hier ja eigentlich eine Live-Probe, ne? Also ich habe mich vorher weder mit den Figuren beschäftigt, noch habe ich mir die Texte irgendwie durchgelesen und so. Das ist ja alles komplett neu, man wird da ja reingeschmissen. Und ich kann euch aus der praktischen Theaterarbeit versichern, dass das für jeden immer erstmal schwierig ist. Also normalerweise muss man sich tatsächlich immer erstmal ein paar Tage lang oder zumindest ein paar Stunden mit der Figur und mit dem Stück beschäftigen. Wer ist die Figur? Was ist ihre Rolle im Stück? Woher kommt sie? Wohin geht sie? Und so weiter. Ne? Ja, und das muss ich dann eben alles so mehr oder weniger spontan machen. Ich schreibe mir jetzt keine Partitur für die einzelnen Charaktere auf. Auch wenn ich mir das tatsächlich mal bei Sternkind-Saga, falls so irgendwann mal die Kriegsherren-Edition rauskommt, tatsächlich überlegen würde. Aber das ist ja Zukunftsgebrüll und da gibt es noch kein Echo. Das scheint ja zu sein. Wer? Der Speicherpunkt? Das ist der Speicherpunkt. Den benutzen wir natürlich auch direkt einmal, um zu speichern. Ach nein, der Wasserfall, den meint er natürlich. Was ist das hier für ein komischer Ort? Ein magischer Ort. Oh mein Gott, Déjà-vu. Hey, was zum... You are not the chosen one. Verrückt, ich komme echt nicht da durch. Aber warum? Gibt es denn keine Möglichkeit, da durchzukommen? Hier steht etwas geschrieben. Getragen auf goldenen Schwingen bringt Frieden der Welt. Was soll der Sinn dahinter sein soll? Aber naja, dafür habe ich nun wirklich keine Zeit. Können wir jetzt durchrennen? Ja. Das war ziemlich einfach. Warum hat es denn jetzt funktioniert? Ach, was soll's. Wozu Gedanken darüber verschwenden? Genau, zieh lieber das Master-Schwert aus dem Stein. Oder Excalibur. Excalibur! Er hat recht. Hier gibt es tatsächlich ein weißes Schwert. Und ein schwarzes auch. Woher wusste er davon? Und wieso schickt er gerade mich? Das hier wollte er. Ach ja, ich weiß noch, als ich damals hier war und dachte, dass Glasgow vielleicht derjenige sein könnte, der das schwarze Stein rausziehen könnte. Ja. Mein früheres Ich war schon echt naiv. Was ist das denn? Es fühlt sich so leicht an. Wenn man weiß, damit umzugehen, ist es sicherlich eine sehr gute Waffe. Sie wird gut ausgearbeitet. Sind es vielleicht die Klingen des Licht und des Schatten, des Himmels und des Schattendrachen? Der Kerl machte auf mich aber nicht den Eindruck, als ob er weiß, wie man damit umgeht. Verstehe das einer. Es wäre schon ziemlich... Ich würde es aber eigentlich ziemlich cool finden, wenn der Himmels- und der Schattendrache, also wenn das irgendwie alles wirklich so ein Crossover-Game wäre, sozusagen, ne? Das wäre schon ziemlich cool, aber ich glaube, das hier ist eine eigenständige Welt. Was aber ist mit dem anderen Schwert?
Von dem war nicht wirklich die Rede. Raus, versuch's noch rauszuziehen. Au! Ja, scheiße! Drecksteil, das tat weh! Ich sollte es dabei belassen. Er hat nicht danach verlangt. Es ist auch besser so. Ansonsten hätte ich ein ernsthaftes Problem. Weißes Schwert erhalten. Und wieder raus hier. Dann köpfen wir mal Alexander und Christian. Nein, wir rennen direkt wieder zurück. Oder auch nicht. Was ist das? Oh oh, die Armee der Finsternis. Nein! Was zum Teufel? Was sind das für Viecher? Die kommen auf uns zu. Justus, Hakon, startet sofort die Motoren. Mit dieser Anzahl können wir es nicht aufnehmen. Es sind ja mindestens 6 oder 8 Skelette oder so. Das ist viel zu viel für 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Momentchen mal, das wäre sogar ein fairer Kampf wahrscheinlich. Aber was ist mit Emiko und Klasko? Ich weiß. Ich lasse sie nur ungern zurück. Aber es wird ihnen nichts bringen, wenn wir hier krepieren. Startet jetzt sofort die Motoren. Wir werden sie so lange aufhalten, wie wir können. Aber wirklich, ich habe es wahrscheinlich in der Demo schon gesagt, großer Pluspunkt für die Musik im Spiel. Also, ist wirklich super awesome, passt einfach super zur Situation. Macht Spaß, macht Spannung. Ja, das ist geil einfach nur. Tut mir leid, Klasko. Emiko, wir kommen so bald wie möglich zurück. Klasko? Emiko? Geht es dir gut? Ja, es geht. Nun, Emiko, hast du das besagte Schwert an dich nehmen können? Ja, habe ich. Ausgezeichnet! Kommen wir zum nächsten Schritt. Was? Das war noch nicht alles? Was ist hier los? Was macht ihr hier? Hatte ich dir nicht gesagt, dass du dich unbemerkt durch das Dorf schleichen sollst, Emiko? Dann muss es eben ohne Probe über die Bühne gehen. Hier, deine nächste Aufgabe. Bringe mit dem weißen Schwert diesen rothaarigen Kerl um. Interessanterweise hat der Typ unter der Kapuze auch rote Haare. Könnte er vielleicht mit Alexander verwandt sein? Naja, it's just a game theory, ne? Was? Das wagt ihr nicht. Du willst doch nicht, dass deinem Bruder etwas passiert, oder? Nein, natürlich nicht. Emiko, nein! Junge, mach keinen Mist. Wir können dir helfen. Ansonsten wirst du deines Lebens nicht mehr froh. Na los jetzt! Ich kann mich nicht mehr bewegen. Das könnt ihr jetzt schon ausrichten. Das war auf jeden Fall in der ersten Demo noch nicht so episch. Scheiße, was war das denn? Ich hoffe, das war jetzt keine Übersteuerung. Venaris ist zerbrochen. Was? Du bist ein Versager, Emiko. Aber was kann man noch von jemandem erwarten, der von Luftpiraten aufgezogen wurde, wo er doch die Fähigkeit dazu hat, Venaris führen zu können? Warte, was? Ganz recht, Emiko. Dieser Mann hier an meiner Seite hat dir nie die Wahrheit gesagt. Denn in Wirklichkeit bist du nicht sein leiblicher Bruder. Was? Das ist nicht wahr! Klasko, sag, dass das nicht wahr ist! Es stimmt. Er hat recht damit, Emiko. Aber warum?
Eine solche Arglist jemandem gegenüber, dem man blind vertraute. Welch Schande! Wird Zeit, dass man dieses Vergehen bestraft. Glasgow! Nein! Emiko, Drakan wird wieder auferstehen. Wenn du das verhindern willst, solltest du lernen, dieses Schwert zu führen. Was? Du? Oder könnte vielleicht der Mann mit der Kapuze noch unserem Team joinen? Nein. Oder? Du feiges Monster! Asko, alles okay? Tut mir leid, Kleiner. Ich hätte das nicht verschweigen sollen. Hör auf zu reden! Du brauchst jetzt Ruhe! Ich kann mich nicht mehr bewegen, Emiko. Es geht nicht mehr. Hör auf, sowas zu sagen! Du schaffst das schon! Ich kenne bis heute Vaters Motive nicht. Als er dich damals zu uns brachte. Die Erinnerungen daran sind sehr verblasst. Ich war damals immerhin erst 4 Jahre alt. Ich kann dich verstehen. Es tut mir leid, dass ich es dir nie gesagt habe, Emiko. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Ich kann das verstehen. Es ist nicht leicht für dich, wahr? Und es ist egal, ob blutsverwandt oder nicht. Du weißt ja. Egal was kommt, wir halten zusammen. Du bist und bleibst mein Bruder, Klasko. Danke. Das freut mich sehr. So sehr. Ja. Und so endete damals die erste Demo. Wir werden jetzt logischerweise nochmal ungefähr so, keine Ahnung, 15 Minuten weiterspielen. Enter drücken, damit das Bild wieder verschwindet. Ansonsten warten wir noch lange. Es tut mir leid. Lass mich alleine! Haut ab! Wag dich, Bandit. Es ist schon in Ordnung, Alex. Können wir dir helfen? Mir helfen? Vergiss es, Alter! Es ist unsinnig, mit dem zu reden, Chris. Du hast doch gesehen, was passiert ist. Junge, du bist verletzt und brauchst Hilfe. Ich möchte dir wirklich gerne... Haut endlich ab! Ich muss das alleine machen! Allein in Ohnmacht fallen, das ist immer ein guter Plan. Ah ja, deswegen, damit man nicht versehentlich die Figur verdeckt, ist das Facet manchmal unten. Armer Junge. Armer Junge? Er hat uns angegriffen. Er wollte mich töten. Aber er wurde dazu gezwungen. Ich konnte meinen Augen nicht trauen, dass er Venaris halten konnte. Ja, ich gebe zu, ich war überrascht. Aber jetzt ist es deswegen zerstört. Und ich glaube nicht, dass er... Bring ihn in mein Haus. Genau das habe ich nun befürchtet. Und Klasko lassen sie da einfach so liegen? Bekommt er nicht irgendwie eine schöne Beerdigung oder sowas? Wie geht es ihm, Helena? Er wurde nicht stark verletzt, aber er braucht wohl ein paar Tage, bis er wieder gesund ist. Na, immerhin. Und du glaubst wirklich, dass er unser David ist? Ich habe gesehen, wie er Venaris in der Hand hielt. Einen eindeutigeren Beweis gibt es nicht, Helena. Das stimmt wohl, aber es ist immer noch so unglaublich. Nach dieser langen Zeit habe ich nicht wirklich damit gerechnet, dass wir ihn jemals wiedersehen werden. Ich wüsste auch gerne, wem wir dieses Wunder zu verdanken haben. Es wird nur schwer, es ihm zu erklären. Das ist Plot-Twist nach dem Intro. Okay, also er ist also der Sohn von Christian. Moment, das wussten wir bereits aus.
im Reich des Himmelsdrachen. Aber man muss ja erstmal überrascht tun. Er ist zu einem stattlichen jungen Mann herangewachsen. Das stimmt. Willkommen daheim, David. Tja, da kann ich mich ja noch mehr mit dem Protagonisten identifizieren. Oder vielleicht weiß er ja auch David oder so. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, das wird sich dann spätestens zum nächsten Part noch klären. Da ist Glasgow. Ich meine, da ist die Möwe. Der Albatros. Ja. Irgendwie sowas in der Art. Auch wenn es eigentlich ziemlich cool wäre, sozusagen, wenn Glasgow sozusagen dann direkt wiedergeboren worden wäre. In Gestalt einer Möwe. Aber da spinne ich dann doch wieder ein bisschen zu viel rum. Was ist passiert? Wo sind wir? Kenan, du bist immer noch bei uns. Hatte der in der Demo damals auch schon den Namen Kenan? Wo hat es uns hinverschlagen? Dieser plötzliche Sturm hat mich komplett vom Kurs abgebracht. Das war gerade mein Telefon. Ich hoffe, das habt ihr nicht gehört. Oh Gott, ich hoffe, Glasgow und dem Mikro geht es gut. Wir sollten sie so bald wie möglich von Hangard abholen. Das heißt, wenn unser Luftschiff nicht zu sehr demoliert ist. Aber zuerst muss ich mich um die Mannschaft kümmern. Wo habe ich denn mein Telefon? Das ist gerade so nervig. Ja, hier direkt auf dieser Ablage. Das ist tatsächlich... diese Zwischensequenz gab es damals auf jeden Fall noch nicht. Ich überlege gerade, wie die letzte Demo geendet hat. Aber... ich erinnere mich gar nicht mehr so genau daran. Das ist eigentlich schon fast ein bisschen sträflich, aber das ist ja auch mittlerweile schon wieder 10 Monate her. Wo bin ich? Das muss auch geil sein. Jetzt spielen wir in Wirklichkeit ein Horrorspiel. Jetzt ist es gar kein Rollenspiel mehr, sondern ein Horrorspiel. Jetzt sind wir nämlich in Darksword, das Anwesen. Wir müssen versuchen, mit Emiko unseren Weg in die Freiheit zu finden. Werden wir es schaffen? Wahrscheinlich nicht. Werden wir durchdrehen? Höchstwahrscheinlich schon. Was ist passiert? Mein Kopf! War das alles nur ein Traum? Ich hoffe es. Hat Glasgow wirklich gesagt, dass ich nicht sein Bruder bin? Ist er wirklich... Moment. Wenn es kein Traum war, müsste es Beweise dazu geben. Die finde ich bestimmt in der Höhle hinter dem Wasserfall. Aber erstmal looten wir. Ein Bild von einem Baby. Wer ist das? Tja, Emiko, das bist du. Du weißt es zwar noch nicht, aber... eine selbstgehäkelte Plüschkatze. Warum muss es ausgerechnet eine Katze sein? Denn Katzen sind ja meine Lieblingstiere. Ja. Ah, hier drin sind Kleider für kleine Jungen. Hat dieser Kerl auch noch einen kleinen Sohn? Nein, aber er hat seinen Sohn damals verloren, denn er wurde von Luftpiraten entführt und musste ein Leben... ja, ich überlege gerade. Er hat einen Schlag auf den Hinterkopf bekommen. Nein. Während er von Luftpiraten entführt wurde, hat er einen Schlag auf den Hinterkopf bekommen und eigentlich sollte er eingesperrt werden, aber er hat sich dann mit einem der Luftpiratenkinder angefreundet und ja, das wäre meine Geschichte zum Dschungelbuch. Ich meine natürlich von Darksword. Eine alte Spielzeugkiste. Geht mich nichts an. Och komm schon, Mann, da hätte Loot für dich drin sein können. Moment, ist das jetzt alles? Da liegen die beiden und schlafen. Und wir machen zum Glück keine Laufgeräusche. Das bedeutet, sie können uns nicht hören. Ich muss nicht auf die Toilette. Ach komm schon, ey. Den Gefallen hättest du mir doch ruhig tun können. Das Schlafzimmer von dem Kerl. Da will ich garantiert nicht rein. Schade. Hier die beiden ist erstmal geweckt. Erstmal so einen feuchten Futzi gegeben, so schön Finger ins Ohr gesteckt. Wie kommt... also die Treppe nach unten, logischerweise. Ich dachte jetzt schon, da würde es irgendwie rausgehen, aber... und zufälligerweise wacht er jetzt kurz auf. Chris? Er ist aufgewacht. Ich denke, er braucht jetzt jemanden, der ihm beisteht. Ich bin bald wieder da. Nun gut. Das halte ich für keine gute Idee, Chris. Ich glaube eher, dass dein Kopf abgetrennt wird. Nein, okay, nicht in Darksword. Ich glaube nicht, dass in Darksword irgendwie irgendwann mal Köpfe abgetrennt werden. So, ja, speichern können wir leider erstmal noch nicht. Das bedeutet also, wir gehen jetzt direkt zurück zur Höhle. Ein paar Minuten nehme ich mir jetzt auf jeden Fall noch. Also das wird jetzt
Ich meine, es ist das erste Mal, dass wir das Spiel nach langer Zeit wieder spielen und deswegen denke ich mal, darf ich auch einen besonders langen Part machen und ich denke auch, dass ich, wenn ich das dann nachspiele, die Parts alle ein bisschen länger machen werde. Abgesehen davon weiß ich ja mittlerweile, wenn das ein gutes Spiel ist, dann dürfen die Parts auch ruhig so lang sein, wie ich Lust drauf habe. Nur bei so einem Trash wie die letzte Schlacht der Elfen, da sollte man es vielleicht nicht übertreiben. Getrocknetes Blut. Ja, was ist denn jetzt eigentlich mit Glasgow passiert? Wurde der jetzt irgendwie beerdigt, oder? Dann war es also doch kein Traum. Erschrick bitte nicht. Ich wollte... Was ist, alter Mann? Sag mir lieber, wo mein Bruder ist. Es tut mir leid, was mit ihm... Wo ist mein Bruder? Wir haben ihn in die Kirche gebracht, aber... Die Heilzauber sind zu schwach. Ich muss mir echt nochmal meinen letzten Part sozusagen angucken, weil ich muss echt nochmal wissen, wie das Ende genau war. Ja, wenn ich jetzt nochmal zurück in die Höhle möchte, was passiert dann? Ich brauche da nichts mehr. Ich muss zur Kirche. Alles klar. Dann auf in die Kirche, aber erst nachdem ich nochmal gespeichert habe. Ich speichere gern und viel. Das hat sich nicht geändert und das wird sich auch nicht ändern. So, welcher dieser Orte könnte die Kirche sein? Das hier? Nein, das ist keine Kirche. Das hätte mich auch gewundert. Aber da hängt so eine witzige Flagge. Und witzige Flaggen lenken mich immer total davon ab, was ich überhaupt machen soll. Das sieht nach einer Kirche aus. Ob die auch zum Himmelsdrachen beten? Verschlossen. Aber ich werde da reinkommen. Mit Hilfe eines Minispiels. Wir nehmen einfach mal einen schlechten Dietrich und, ah, jetzt habe ich es gerade irgendwie verpasst. Okay, gucken wir nochmal. Okay, die Tür ist irgendwie aufgegangen. Finde ich gut. Manchmal muss man keine Skills anwenden, sondern... Das sieht allerdings sehr stark nach unterwegs in Düsterburg aus. Oh mein Gott, hoffentlich kommt jetzt nicht Tarius raus. Ich hoffe, jetzt habe ich niemanden gespoilert. Orangene Haare? Ja, könnte Tarius sein. Oh, Glasgow! Wieso? Wieso musstest du sterben? Wie soll ich das unserer Crew nur beibringen? Vor allem Großvater. Er wird am Boden zerstört sein. Glasgow! Hey. Mein aufrichtiges Beileid. Was willst du? Ich wollte nicht, dass du diese Situation alleine durchstehen musst. Dein Mitgefühl in Ehren. Aber das brauchst du nicht. Ich bin eh bald wieder weg von hier. Wieso glaubst du das? Weil ich gleich zu meiner Mannschaft zurückgehen werde. Zusammen mit ihm. Zu deiner Mannschaft? Tut mir leid, dass ich das zu sagen, aber es ist weit und breit kein Luftschiff in der Umgebung Hangards zu sehen. Was? Das kann nicht sein. Sie würden mich nicht zurücklassen. Sie konnten nicht bleiben. Sie befanden sich quasi auf dem Präsentierteller. Es ist gut, dass sie den Rückzug antraten. Ehrlich gesagt, du hattest für ganze 2 Tage das Bewusstsein verloren. Während dieser Zeit kam kein Luftschiff zurück. Pah, das soll ich dir glauben? Ich verstehe, dass du mir gegenüber skeptisch bist, aber ich habe keinen Grund, dich anzulügen. Ob du mir glauben willst oder nicht, musst du entscheiden. Übrigens, er sollte alsbald beerdigt werden. Beerdigt? Hier? Das lasse ich nicht zu. Er wird zu Hause beerdigt. Wir dachten ja auch, dass deine Mannschaft zurückkehren würde, aber das war nicht der Fall. So langsam sollten wir es nicht mehr verschieben. Das heißt, er wird nie neben Vater liegen können? Das wohl nicht. Aber ich kenne einen Ort, der vielleicht für die Bestattung eines Luftpiraten würdig ist. Magst du ihn dir ansehen?
Was bleibt mir anderes übrig? Oh, in den Alpen. Wunderschön. Da würde ich auch gern beerdigt werden. Hier ist es. Wir befinden uns über dem großen Wasserfall. Vielleicht würde es dir als Bestattungsort für Glasgow gefallen. Ja, wo ist jetzt das Meer? Moment, das Meer. Er ist ja ein Luftpirat und kein... Da ist zumindest Wasser. Und da ist Himmel. Okay, Luft ist da, Pirat ist da, top. Ja, es ist okay. Gut. Ich frage Alex, ob er uns hilft, den Sarg hierher zu bringen. Komm mit. Warum hilft er mir so viel? Irgendetwas ist da doch faul. Jetzt muss ich natürlich sagen, jetzt habe ich Christian fast genauso wie Alex gesprochen. Ich sage einfach manchmal Alex, das steckt einfach so in mir drin. Das passiert, wenn man zu viele Maker-Spiele gespielt hat. Mal gucken, ob ich jetzt irgendwie noch einen Unterschied zwischen den beiden hinbekomme. Danke für die Hilfe. Kein Problem. Wenn du noch etwas brauchst, sag einfach Bescheid. Ach, und das hier? Dies hier sind Glasgows Sachen, die er noch trug. Ich denke, dass du sicher entscheiden magst, was damit passieren soll. Oh, ja, danke. Die bekommt er wahrscheinlich eines unserer zukünftigen Partymitglieder. Und du bist dir sicher, dass du dabei keine Hilfe brauchst? Ja, ich schaff das alleine. Und nun gut, bis später dann. Ja. Was hat er jetzt mit dem Sarg vor? Würde er ihn runterschmeißen? Schmeißt er ihn ins Wasser? Oder buddelt er jetzt einfach ein Loch? Der Blackscreen zeigt leider nichts. Wir sind wieder bei den Piraten. Sieht nicht gut aus, wie? Gar nicht gut. Der Windjäger ist zu sehr beschädigt. Mit anderen Worten, wir sitzen hier fest. Mitten im Nirgendwo in einer Wüste. Cameo, was machen wir jetzt? Erstmal Ruhe bewahren. Ich weiß, die Situation ist momentan alles andere als rosig. Aber wir sollten überlegen, was nun am besten zu tun wäre. Und mitten im Nirgendwo stimmt's auch nicht. Wenn ich unseren vorherigen Kurs mit einbeziehe und mir die Gegend so anschaue, kommt nur ein Kontinent in Frage, auf dem wir uns nun befinden könnten. Der REM-Kontinent! Okay, Verzeihung, aber der Seitenhieb musste einfach sein. Der REM-Kontinent. Oder REM. Sag mir bitte in den Kommentaren, liebe Innocenze, wie man es genau ausspricht. Sonst muss ich es wirklich REM nennen. Magst du die Band? Nee, okay. Nur ein Scherz. Ja, und der Scherz wird natürlich mit einem Cut bestraft, weil Avast, der Übeltäter... Nee, es war gar nicht Avast, es war irgendein anderes Programm. Das ist gerade der Meinung, mal Werbung zu machen, aber ist egal. Der REM-Kontinent also? Na, klasse. Der Kontinent, der so gut wie unerforscht ist. Vielleicht haben wir doch so ein bisschen Glück und es gibt hier irgendwo eine Siedlung oder so etwas. Dort könnten wir Material für den Windjäger besorgen. Bear. Kannst du mir letztes Mal schon? Er erinnert mich irgendwie ein bisschen an Raptor Rex aus Yu-Gi-Oh! Ich hoffe, dass ich damit jetzt niemanden beleidige, aber irgendwie tut er das. Liegt vielleicht an diesem roten Bandana und seinem Gesicht. Und was ist mit den Verletzten? Sollen wir sie hier lassen? Sollen wir denn hier alle krepieren? Glasgow wird auf keinen Fall zulassen, dass wir einen von unseren Leuten hier alleine zurücklassen. Ja, das kommt absolut nicht in Frage, Hakon. Tut mir leid. Wir haben noch Vorräte im Windjäger. Diese müssen wir uns nun gut einteilen. Ich schlage vor, dass zwei Männer bei den Verletzten hier bleiben, während der Rest sich nach einer Siedlung umschaut. Klingt vernünftig. Also, wer geht? Ich bin dafür, dass Kamir auf jeden Fall beim Windjäger bleibt. Justus, bleib du auch bei ihm. Der Rest zieht los und erkundet die Gegend. Ist die Aufteilung für dich so okay, Kamir? Ja, das machen wir so. Passt auf euch auf, Jungs. Und wenn es Probleme gibt, kommt sofort wieder zum Windjäger zurück. Machen wir, Kamir. Bis dann. Ich muss mal gucken, wie viel Relevanz sie in der Story haben. Justus ist der Jüngste, deswegen habe ich für den sozusagen die jüngste Stimme am Start, aber... Bei den anderen, keine Ahnung mal wieder. Muss ich im Laufe des Sets reinkommen. Hoffentlich finden sie was. Ich hoffe es auch, Justus. Meinst du, Glasgow und Emiko konnten diesen Kuttenträger entkommen?
Wenn ich das nur wüsste. Ich habe eine Idee. Kenan, du müsstest für mich einen Brief zu Klasko und Emiko bringen. Ich finde es ein bisschen komisch, dass er das Geräusch von so einem Hut von so einer Eule macht. Oder von so einem Uhu. Es gibt ja bestimmt auch so Möwengeräusche oder, ja, Albatros. Gibt es da eigentlich einen Unterschied zwischen den beiden Tieren? Ist ein Albatros ein Möwe? Ist eine Möwe ein Albatros? Schreibt es in die Kommentare. Ich hoffe, das ist tief genug. Der arme Klasko. Ich mochte Klasko ja sehr und ich finde es auf jeden Fall sehr schön, dass ihm jetzt nochmal eine sehr lange Szene gewidmet wird. Sieht gut aus. Aber ich glaube, das würde mir wahrscheinlich auch echt schwer fallen, also einen Kameraden, einen Freund, einen wirklich sehr guten Freund, meinen eigenen Bruder zu begraben. Ich meine, man müsste es natürlich im Notfall machen, ne? Aber es wäre schon echt ein komisches Gefühl. Wirklich ein echt komisches Gefühl. Klasko, ich bin mir sicher, dass du bestimmt den Mantel behalten magst. Ich weiß doch, wie sehr du an ihm hängst. Dazu noch deine Augenklappe. Immerhin war sie doch ein Teil von dir. Ich würde dafür gerne den Gürtel behalten, damit ich wenigstens etwas von dir habe. Ich hoffe wirklich, dass das okay geht. Ich würde dich das lieber persönlich fragen. Ich hoffe, du findest deinen Frieden, Klasko. Und mach dir keine Sorgen um unsere Mannschaft. Ich werde mich um sie kümmern. Ein bisschen Pietät habe ich dann auch, um dort irgendwie einen schlechten Witz zu reißen, also. Und ich werde Rache für dich nehmen. Dieser Kerl wird mit seinem Blut dafür bezahlen, was er dir angetan hat. Dürfen wir uns frei bewegen? Nein. Nee, wohl, Klasko. Danke für alles. Ich komme dich so oft wie möglich besuchen. Ist der Bandit immer noch weg? Das klang jetzt nicht nach ihm. Ist der Bandit immer noch weg? Ja, er wird wohl noch beim Graf sein. Hört man überhaupt einen Unterschied? Ich habe keine Ahnung. Vor allem der Bandit. Und er geht in den Gegenständeladen. Shop, Store, Item Store. ja. Er braucht jetzt Zeit. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass... Schon gut, ich kenne deine Meinung. Aber es ist nun mal Fakt, dass er David ist. Dazu wissen wir viel zu wenig über die Schwerter, als dass du es Fakt schimpfen kannst. Alex! Sei bitte nicht so naiv, Chris. Du verrennst dich da in etwas. Tu ich nicht. Immerhin kann Seto auch viel an dir führen. Warum also ist das nicht Beweis genug für dich? Er kann es nicht sein. Nur weil er ein Bandit in deinen Augen ist, ja? Ich werde ihn nicht dazu zwingen, sein altes Leben zu vergessen, aber ich möchte, dass er weiß, wo sein Heimatort ist und wer seine Eltern sind. Versteh mich bitte. Wie du meinst. Einige Tage später. Das Inventar wurde aufgestockt. Für morgen ist also alles wieder auf Lager. Ah, jetzt verstehe ich. Die führen einen Shop. Das ist ja cool. Holy shit, ey. NPCs, die... Also nein. Also erstmal, unsere Eltern lieben. Und unsere Eltern haben Arbeit. Sie tun etwas für die Gemeinschaft. Sie haben ihren eigenen Laden und verkaufen
Güter. Ganz normale Menschen in einem Rollenspiel. Ich werd nicht mehr. Für den Rest des Tages habe ich nichts mehr zu tun. Ich denke, es wird Zeit, David die Wahrheit zu sagen. Dazu wollte ich noch Seto anrufen. Anrufen? Die haben Telefone hier in der Welt. Stimmt, da hinten steht ein Telefon. Wir spielen ihn. Darf ich rausgehen? Ich würde eigentlich ganz gerne speichern. Also das wäre jetzt tatsächlich so der Moment, an dem ich die Aufnahme ganz gerne beenden würde. Einfach, weil ich selbst schon ein bisschen fertig bin. Wen soll ich anrufen? So, wen sollten wir anrufen? Seto, ne? Also rufen wir Alexander an. Mensch. Hallo, Telefonstreich. Ich meine, gibt es hier jemanden, der reinscheißt? Hallo, gibt es jemanden, der reinscheißt? Chris, lass den schlechten Witz. Okay, hallo Alexander. Für was rufst du mich an? Ich wohne direkt neben dir. Ich weiß, aber irgendetwas sagte mir, dass ich dich anrufen sollte. Was? Dann sag diesem irgendetwas, dass du auch zu mir kommen kannst, wenn du etwas auf dem Herzen hast. Stimmt wohl. Ich komme mal gleich vorbei. Okay, wie du willst. Bis später dann. Bis später. Bis gleich. Tschüss. Das war jetzt gerade irgendwie ein bisschen komisches Breaking the Fourth Wall, aber das lasse ich mal noch so gelten als kleine amüsante Szene. Dann rufen wir mal Seto an. Wie habe ich den denn gesprochen? Okay, ihr seht schon, ich habe bis zum nächsten Part echt eine ganze Menge zu tun. Deswegen wird es wahrscheinlich auch eine Woche dauern, bis der nächste Part kommt. Ja. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, weil ich mein Repertoire eigentlich schon völlig ausgeschöpft habe und ich ihn auch nicht dämlich klingen lassen kann. Ne? Deswegen. Mehr nicht? Klingt wahrscheinlich genauso wie immer. Egal. Hallo Seto, hier ist Chris. Oh, hallo Chris. Wie geht es dir und Helena? Uns geht es gut, danke der Nachfrage. Hast du kurz Zeit? Für dich immer. Um was geht es? Es ist in letzter Zeit einiges passiert. Ein Junge kam hierher, müsste da stehen, kam hierher und konnte Venaris an sich nehmen. Wie bitte? Wie soll er Venaris an sich genommen haben? Moment, soll das heißen, er ist... Genau das. Hm. Wie kam es dazu? Ich meine, da muss doch noch mehr passiert sein als... Ja, es steckt mehr dahinter. Aber ich würde es dir gerne in einem persönlichen Gespräch erklären. Zumal, es wäre mir lieb, wenn du ihn kennenlernen würdest. Ich habe ihm noch nicht erzählt, dass er mein Sohn ist. Ich meine, wie könnte ich es ihm am besten erklären? Verstehe. Du willst, dass ich es ihm... dass ich ihm nahe bringe, dass ich als Nachfolger meines alten Herrn dazu in der Lage bin, eines der Schwerter zu führen. Und dass es bei ihm auch so ist. Genau. Naja, es ist ja cool. Also Christian und Alex waren damals mal die Helden einer Prophezeiung und nun sind ihre Kinder die Helden einer Prophezeiung. Naja, so ähnlich. Irgendwie sowas. Dann sind die beiden wahrscheinlich die aus dem Vorspann, den ich zwar schon lange nicht mehr gesehen habe, aber ich meine, der Name Drakan fiel ja und da schien es mir wie Schuppen von den Augen. Habe ich jetzt gerade viel gesagt? Egal. Wenn dieser Zwischenfall nicht passiert wäre, wärt ihr sicherlich gute Freunde geworden. Gut möglich. Bedenke aber, dass du ihm aber auch erzählen musst, was es mit den Schwertern auf sich hat. Ja, das weiß ich. Wie sieht es aus? Kannst du kommen? Natürlich komme ich. Ich habe heute eh frei. Wow, Seto scheint eigentlich zu arbeiten. Krass. Danke dir, Seto. Bis später dann. Und grüße Terry von mir. Oder Terry. Fairy, ich weiß es nicht. Mach ich. Bis später. Ich komme schon wieder mit den Stimmen durcheinander und dabei mache ich noch gar nichts. Wir können rausgehen. Sehr schön. Dann werde ich zum Speicherpunkt gehen, wenn mir das Spiel das erlaubt. Ja, erlaubt es. Sehr schön. Dann nutze ich ja tatsächlich die Gelegenheit hier erst einmal, um nochmal zu speichern, um nochmal zu verschnaufen. Ich werde gleich weiter aufnehmen. Nicht Dark Sword, ein anderes Projekt, das ich gerade mit Steve aufnehme. Wird allerdings noch dauern, bis es erscheint. Egal, wieder off-topic. Also, ja, ich habe mich auf jeden Fall sehr darüber gefreut, nach all der Zeit wieder Dark Souls zu spielen. Ich glaube, ich habe noch gar nicht erwähnt, wie riesig das Spiel wird. Leute, es sind über 300 Maps. Über 300 Maps.
Wenn ihr Interesse habt, dann schaut mal nach, wie viele Maps zum Beispiel so in Eternal Legends oder so in Vampire's Dawn 1 hat. Und ihr werdet sehen, das sind wahrscheinlich genauso viele wie bei Dark Sword. Diese Demo wird riesig, sie wird gigantisch. Ich persönlich muss ohnehin in Frage stellen, ob es sich, wenn es, also ich kann jetzt natürlich die Demo nicht komplett einschätzen. Vielleicht sind natürlich auch viele kleine Räume dabei. Ich habe natürlich so das Gefühl, als wäre der Content am Ende für die Demo fast schon wieder zu groß. Also ich selbst fand eigentlich das Hidden Quest, dass die Demo da zu groß war. Und da haben Steve und ich ja irgendwie ein paar 30 Parts dran gesessen. Das wird bei dem Spiel ja wahrscheinlich ähnlich sein, wenn nicht sogar noch härter. Also ich denke mal 300 Maps, ich würde mal spontan vermuten, so 50, 60 Parts werde ich für das Projekt ja schon brauchen. Für die zweite Demo. Ist jetzt natürlich nur meine persönliche Meinung. Ich bin natürlich auf der anderen Seite froh, muss ich dazu natürlich auch sagen, dass es überhaupt etwas Spielbares gibt. Also ich genieße es natürlich auch in diesen Portionen so ungefähr. Es ist dann natürlich, es hinterlässt am Ende, wenn man dann mit der Demo fertig ist, natürlich so ein bisschen so ein flaues Gefühl, wenn man dann mit der Hälfte des Spiels oder zwei Drittel des Spiels durch ist und sich dann irgendwie denkt, naja, es dauert wahrscheinlich noch zwei, drei Jahre, bis die Vollversion rauskommt. Na gut, das nur so nebenbei. Also, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, wieder Dark Souls zu spielen. Ich habe jetzt eigentlich nichts großartig zu meckern. Bisher gab es jetzt natürlich auch nicht so viel. Ich finde es cool, dass das, was wir am Abspann von der ersten Demo gesehen haben, so leicht umgeschrieben wurde. Und dass Emiko jetzt scheinbar David heißt, oder David, das werden wir im Laufe der Zeit noch herausfinden, spätestens bis zum nächsten Part. Und ja, also ich bin super gespannt, wie Christian es schaffen wird, ihm das nahezubringen, dass er sein Vater ist, wie Emiko darauf reagieren wird. Was natürlich mit den anderen Luftpiraten ist, werden wir unsere geliebte Luise jemals nochmal wiedersehen. Es wird noch so viel passieren. Leute, das war der erste Part. Nein, ich weiß gar nicht, der 8. oder 9. oder 10. Part von Dark Sword. Und ich werde aber trotzdem nochmal ein bisschen was dran vorhängen. Ich werde das jetzt noch mit in die alte Playlist packen und ach, ich fasel schon wieder so viel rum. Leute, ihr werdet sowieso sehen, wie ich es machen werde. Ich hoffe, ihr hattet auf jeden Fall Spaß bei dem Video. Ich würde mich über netten Kommentaren, Daumen nach oben freuen und die nächsten Parts werden auf jeden Fall kürzer. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier bei Dark Sword, Schwerte des Zwielichts, Demo 2. Bis dann!